Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich melde mich endlich nach dem Urlaub mit einem Vlog bei euch. Habe ich jetzt schon lange nicht gemacht, ne? Es gab echt zwei Wochen kein Video von mir, aber es kam jetzt eins online und auch nichts so Vlogmäßiges, ne? Ja, was wollte ich euch erzählen? Eigentlich nichts. Heute ist ein normaler Tag. Wir haben schon 2:30. Also ich fange recht spät an zu vloggen, aber ja, ich nehme euch so ein bisschen über den Nachmittag halt mit. Bei uns hat es heute zwei Stunden so ganz schön gewittert und geregnet, aber es hat sich jetzt ein wenig beruhigt. Lea spielt drüben in ihrer Küche. Ihre Küche stand ja immer hier, da, ne, zum WC hier rüber. Aber sie ist jetzt in dem Zimmer, wo Gabriels Wickeltisch und so ist. Und ja, dort spielt sie. Er schläft jetzt oben. Ich habe hier ein bisschen klar Schiff gemacht. Da ist sie schon. Guten Morgen. Guten Mittag. Bist schon länger aufgestanden? Ja, meine Schwester kommt jetzt zu Besuch. Nee, noch nicht, aber ich glaube, die nächsten, wie spät haben wir es? 33, so in 3-4 Minuten kommt sie. Sie arbeitet ja gleich da in der Nähe bei mir. Nächste Woche ist die Taufe von Gabriel. Aber ich habe schon das Größte besorgt, so die Outfits und so, zum Glück. Fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ja. Muss noch Taufkerze kaufen, das ist das Wichtige, das habe ich noch nicht besorgt, aber ja. Und ja, jetzt ist sie schon da. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben schon den nächsten Tag. Ich sehe aus, ich bin gerade aus dem Bett gekrallt. Ja, ich habe gestern nicht mehr gevloggt, weil gestern war ja unser Jahrestag. Gestern war der 1.9. Und ja, mein Mann kam heim und sagt, ja, mach dich fertig oder so. Oder zieh dich an. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Aber irgendwie so eine Art, mach dich fertig. Und ich, wieso? Ja, eigentlich haben wir machen wir das immer, dass wir zum 1.9., also zu unserem Jahrestag, wir haben eigentlich 2011 geheiratet und nicht 2012, also... Wartet mal, wir haben 2011 im Juni, Ende Juni geheiratet, standesamtlich. Und ein Jahr später, 2012, haben wir dann kirchlich geheiratet, am 1.9. Irgendwie, eigentlich ist es ja 2011, also sind wir eigentlich 6 Jahre jetzt, über 6 Jahre, es war ja, Juni war, ist ja schon längst vorbei, sind wir verheiratet, aber wir nehmen immer den 1.9.2012, ne, versteht ihr? Keine Ahnung, also ich hab, ne, also wir feiern, aber gehen immer was essen am 1.9., ja, keine Ahnung. Weil das war für uns irgendwie so groß, das war unsere riesengroße Feier. Und auch verheiratet sind wir 6 Jahre eigentlich und kennen tun wir uns schon 7 Jahre. So, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ja, dann sind wir was essen gegangen und... ich habe die Mäuse dann bei meiner Mama kurz gelassen, also kurz, aber zu der Zeit gelassen, weil wir das Essen waren. Und bin dann gekommen, Lea hat schon geschlafen, der Kleine zwar auch, aber meine Mama, Lea ist so, bleibt so Wochenende schon gern, sehr, sehr gern bei meinen Eltern und übernachtet dort. Also habe ich es auch drüben gelassen. Und ja, mein Mann ist heute arbeiten, wir haben gerade 7.27 Uhr. Und Gabriel schläft noch. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Kaffee machen. Ich habe die Kaffeemaschine schon eingeschalten. Und, boah, ich sehe aus, ne? Draußen ist es ganz regnerisch. Alles nass und sehr dunkel. Also es ist in der Früh und guckt mal, wie dunkel es ist. So, vor allem, wenn ich mich so in der Mitte des Raumes nicht vors Fenster stelle. Wahnsinn. Aber ja, ne, so ist es. Der Herbst kommt. Worauf ich mich schon so ein bisschen freue. Obwohl ich eher so ein...
Sommermensch bin, aber ja. Dann habe ich jetzt oben im Bett, ne, wenn ich wach werde, dann schaue ich immer ein bisschen Instagram und so oder irgendwas am Handy halt und habe dann einen Kuchen gefunden, den würde ich sehr, sehr gern machen, auch nicht so viele Zutaten. Ich brauche Pudding, glaube ich, habe ich keinen und was brauche ich noch? Grieß, dunkler geht es auch nicht. Grieß und diese Kekse, wie heißen denn die, diese Butterkekse, ne? Die brauche ich auch. Aber ansonsten hätte ich, glaube ich, alles. Und Eier, naja, ich brauche doch einiges. Und dann gehe ich mit Gabriel zu meiner Mama, also zu meinen Eltern. Ja, ich hole mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee. Ja, wir haben 9 Uhr. Der kleine Mann ist auch wach. Da ist er. Hi! Ja, hi! Hallo! Ha? Ja, wir haben uns jetzt gerade angezogen. Ha? Haben wir uns gerade angezogen? Ja. Oh, schau mal. Und wieder einen passenden Zuzi zu deinem Outfit, ha? In Grau. Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt vor ungefähr 15, 20 Minuten aufgestanden. Wir haben noch oben gekuschelt, dann haben wir uns jetzt angezogen. Ja. Und jetzt gucken wir, was wir machen. Gell, was machen wir denn jetzt? Was wollen wir denn jetzt machen? Was wollen wir denn jetzt machen? Das wird jetzt nicht so schön. Wann holen wir denn deine Schwester ab? Wann holen wir denn deine Schwester ab? Wann denn? Magst du jetzt nicht lachen? Nein, gell? Du kleines, rundes Geschöpf. Hi? 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 Okay, ich nehme dich schon hoch. Ich nehme dich ja schon hoch, du Zwerg. Jo, schaut mal, wie süß ich bin. So, schau mal. Schau mal. Wie süß du deine Kamera bist. Siehst du das? Ein bisschen näher. So. Ha? Bist du süß? Das magst du nicht mehr sein? Nicht mal interessant. Hol mal jetzt deinen Spielebogen. Ja, du musst ein bisschen schauen. Das ist unser Ritual morgens. Gell? Schaust ein bisschen und dann schauen wir, was wir heute noch machen. Seht, also ich habe euch ja im Baby-Update, beziehungsweise das muss ich noch bearbeiten und hochladen, aber da habe ich euch auf jeden Fall erzählt, dass wenn er morgens aufsteht, nach 1,5 Stunden, will er dann wieder schlafen und so ist es auch jetzt. Also er stand so gegen 20:40 oder so, stand er, also ist aufgestanden und ja, jetzt schläft er wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man nur so ein Kind wieder hat, so, ne, für kurze Zeit, dann denkt man sich, was habe ich früher gemacht? Also, ne, wie soll ich das erklären? Jetzt mit 2 Kindern, ich kann mir das nicht vorstellen, wie es früher war mit einem, weil
keine Ahnung, also es ist wirklich ständig was los, ständig was nicht so zu tun. Entweder spielt man mit der Kleinen, mit der Großen, oder man spielt mit dem Kleinen, oder keine Ahnung, ne? Aber da fragt man sich wirklich, was man früher so gemacht hat, als man nur ein Kind hatte. Ganz komisch, weil ich weiß selber jetzt nicht, was ich genau machen werde. Ich werde jetzt die Spülmaschine einschalten, die ist schon befüllt, ich muss sie nur noch einschalten. Und ich werde Gabriels Hemd waschen, was er zur Taufe anzieht. Und ja, ansonsten, also ja, genau, dann muss ich noch, diejenigen, die schon länger dabei sind, haben ja auch die Taufe von Lea damals in dem Vlog gesehen. Und da hatte sie, oder habt ihr das sehen können? Ich weiß gar nicht. Hatte sie so ein weißes Kleid an, von so ein Taufkleid, richtiges Taufkleid von ihrem Papa noch. Und wir möchten das jetzt so einführen, dass wir das so irgendwie weiterführen. Er hat es als erstes gehabt, dann Lea, dann jetzt er. Vielleicht irgendwann mal die Kinder, meine Kinder. Aber ne, es ist, ob sie es dann machen wollen oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber ja. Aber auf jeden Fall, ich brauche eigentlich nicht viel tun. Es ist ja alles aufgeräumt. Also ich sage wirklich, es ist komisch, nur mit einem Kind. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu meinen Eltern. Ich gehe dann mit meiner Mama noch ein bisschen shoppen. Gabriel ist schon im Auto. Ich habe Lea hier noch eine Jacke. Rucksack umgeschnürt mit Babysachen. Und ja, mich jetzt fertig und los geht's. Wir sind im Einkaufszentrum. Und die Lea fährt Helikopter. Ha? Ja, hallo Sinus. Jeste ti videla video, sam stavila se mora. I moram rekao, mama, pogledaj, ja nisam nikad stigla. Ja sam Nina sinoć se smijala kad sam vidjela kakva si bila s Leom, kad Lea bila mala. To je tako sa djecom poznato mi. I bude imati vikend. Ke vikend? Halo? A, moj svi je tako. Vidiš je? Lea? Jo? Eno, do. Mi sama. Hier sind im Ernst Dings. Und guck mal hier. Ein Genie im Wachstum. Oh, wie süß. Oh, looky, looky. So, meine Lieben, wir sind mittlerweile zu Hause. Wir haben 15 vor 6. Die Kinder schlafen, beziehungsweise ja, schlafen. Er hier im Maxi-Cosi und Lea habe ich reingetragen. Sie ist im Auto eingeschlafen. Ja, ich werde sie aber bald wecken, beziehungsweise gleich wecken. Sonst schläft sie mir heute Abend
nicht ein. So geht's einigermaßen. Ich zeige euch schnell, was wir geshoppt haben. Ich habe ja ein Kleid für Lea besorgt, für die Taufe von Gabriel. Und da habe ich ein wirklich wunderschönes bei TK Maxx gesehen. Das werdet ihr dann im Vlog sehen von der Taufe. Und ich brauchte brauchte Schuhe dazu. Und da sie das wirklich nur ein einziges Mal anzieht, wollte ich jetzt nicht irgendwie 30, 40, 50 Euro dafür ausgeben. Und wir haben so ein Glück gehabt. Ich habe ganz günstige, beziehungsweise wir haben ganz günstige gefunden. Und zwar die hier. Ganz normale Ballerinas. Mir war nur wichtig, dass man die hier oben zubinden kann. So, ne, damit sie nicht irgendwie rausschlupfen kann aus denen. Die sind so ein bisschen, ja, so Lack. Und ja, ich wollte eigentlich andere, aber die gab es, wir waren in zwei Deichmanns und dort gab es die nicht. Deswegen, ja, halt die. Ist ja auch egal. Sind auch hübsch, die passen perfekt zum Kleid. Und ja, das eine Mal wird sie die jetzt anziehen. Und wir haben ja noch im September noch eine Hochzeit, wo wir ja, hingehen. Aber ob sie, vielleicht zieht sie die dort noch einmal an. Mal gucken, aber ansonsten wird sie die nicht mehr anziehen. Weil nächstes Jahr glaube ich nicht, dass die passen. Und hier nochmal der zweite. Ne? Und haltet euch fest, für was für einen Preis wir die gefunden haben. Die haben ursprünglich 12,90 Euro gekostet und wir haben sie für 3,20 Euro gekauft. Wahnsinn! Aber es war nur eine einzige Nummer und genau ihre war vorhanden. Deswegen hatten wir echt Glück. Für das eine Mal passt das schon. So, dann haben wir im H&M Unterhöschen mitgenommen. Ja, 110, 116, ich mag, wenn Unterhöschen ein bisschen größer sind, sie trägt 104, aber ja, wie schon gesagt, und mir ist auch immer bei Unterhosen immer wichtig, das, was auf die Haut direkt kommt, dass das 100% Baumwolle ist, beziehungsweise eigentlich mag ich es bei allem, aber ne, versteht ihr, wenn was direkt so, vor allem im unteren Bereich, im Intimbereich, möchte ich, dass es einfach 100% Baumwolle ist, und das ist auf jeden Fall 100% Baumwolle, ja, ja, Frozen, ne? Also ihr seht, wir haben zwar einmal aufgemacht, um zu gucken, dann, als wir es gekauft haben, ob die auch wirklich, ja, schön sind, weich sind und ach, so toll, ich sag's euch. Die sind echt toll. Ich habe auch bei Ernst Nix Family ein Paket gekauft, schon länger. 5 Stück, glaube ich. Weiß nicht, für welchen Preis, aber ja, die haben jetzt, habe ich das gesagt, 14,99 gekostet. Dann noch bei H&M. So eine Spielzeuguhr hat sie bekommen und einmal so eine weiße Weste, die kann sie dann über das Kleid anziehen. Also die hat hier so goldene Knöpfe und was auch gut ist, die kann sie dann auch, meine Kaffeemaschine geht aus, weil ich mir vorhin einen Kaffee gemacht habe, weil ich heute nur einen getrunken habe und ich brauche meine 2 Tassen schon. Ja, die soll sie dann drüber anziehen, falls es frischer ist, weil draußen ist echt kalt. Und wenn das jetzt nächstes Wochenende bei der Taufe auch so ist, dann braucht sie die auf jeden Fall. Ja, eine stinknormale weiße Weste. Was haben wir denn noch mitgenommen? Ich habe Gabriel bei, wie heißt denn der Laden? Benetton, so ein Hemd mit so einer Schleife hier oben gekauft. Schleife, sagt man das so, ne? Was die Männer halt so tragen, ne? Und leider gab es die passende Hose, gab es schon dazu, so eine dunkelblaue, aber nicht seine Nummer. Und deswegen war ich auf der Suche. Ich wollte eigentlich nochmal einen anderen Benetton, da gab es das nicht. Die bekommen dann die Kollektion erst Ende nächster Woche. Das wäre für mich viel zu stressig. Und deswegen habe ich jetzt ja eine von S. Oliver, aber so eine weiche gekauft. Aber die seht ihr dann alles im Blog. Es ist so eine weiche, die passt sehr gut dazu. Und ja, in Größe 68 habe ich die jetzt mitgenommen. Ja, das passt schon. Er kriegt ja zur Taufe direkt, hat er dieses Kleid an. Kleid, das klingt immer so witzig, weil ein Junge ist. Ich habe gedacht, da kommt jetzt wer. Und dann gab es vom Sterntaler, guckt mal, so ein süßes Mützchen. Jetzt so für die Übergangszeit, es ist warm, aber nicht zu warm. Ja, von Sterntaler 6 bis 9 Monate. Aber Leute, er ist halt wie Lea. Wir haben 62, 68 diese von den ganzen Sets, besonders 62, ja. Oder? Eine haben wir in 68, aber es passt keine einzige Mütze, weil er ein bisschen größeren, es passt schon, aber ne, wenn ich die Ohren nicht richtig ganz zugedeckt bekomme, dann mag ich das nicht. Deswegen haben wir uns vom Sterntaler, wie schon gesagt, die Mütze gekauft. Die hat hier so ein
Bärengesicht, würde ich jetzt sagen. Hat hier vorne so ein Schildchen. Die hat ursprünglich 11,99 Euro gekostet und wir haben es jetzt für 5 ergattert. Ja, ich glaube, der hat auch so Ohrenschützer und hier so Öhrchen. Ja. Und für Lea haben wir noch ja, für den Herbst hier jetzt so ein Pullover gekauft. Ja, ich glaube, der ist ganz, hat hier so Glitzer. Ja, sie kann den in den Kindergarten anziehen. Ich weiß, der wird nicht mehr so schön sein. Es gab es auch in so einem Peach, aber ein bisschen dunkleres Peach. Aber irgendwie fand ich den schöner. Ja, mit so einem Glitzerschmetterling. Und ursprünglich 15,99 € und jetzt 9,50 €, kann man nicht sagen. Also, ich habe es ein bisschen größer mitgenommen, einfach ja, damit es den ganzen auch Winter hält. Welche Größe? 104, 110. So was habe ich auch nicht gesehen. 104, 110. Witzig, ne? Ja, das war's, meine Lieben. Also, ich werde jetzt meine Kinder wecken, beziehungsweise Lea wecken. Gabriel kann ja schlafen. Und dann verabschiede ich mich für diesen Vlog. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne euer Feedback da. Ich bin gerade am Lasagne machen und fürs Abendessen. Also macht's gut, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.